Ganz unbewusst habe ich mir irgendwo ein Ziel gesetzt, alle größeren Firmen zu fronten, die irgendwelche Bullshit-Spiele rausgebracht haben. Also machen wir doch einfach mal mit Warner Brothers weiter. Denn Warner Brothers hat ein Spiel rausgebracht, das irgendwelche Feature wieder weggenommen hat, die eigentlich mal drin waren und wieder extrem monetarisiert ist. Das ist schon an einem Mobile-Game oder ein Diablo Immortal erinnert. Also schauen wir uns das Spiel und diese ganze Thematik um diesen endlosen Grind in all diesen Spielen mal an. Um die Situation auch für die verständlich zu machen, die so wie ich nicht so viel Ahnung von Superhelden und den ganzen Kram haben, sage ich einmal, dass Warner Brothers die Rechte zum DC-Universum hat, also was wie Batman, Superman, aber natürlich auch etwas, die entwickelt hat wie Bugs Bunny und vielen, ganz, ganz vielen anderen Charakteren. Die Firma macht auch einen ordentlichen Umsatz und ist eben an solchen Videospielen interessiert, die gerade diese Helden verkörpern. Mit ihrem letzten Spiel Suicide Squad Kill the Justice League, was nicht nur ein ordentlicher Zungenbrecher und ein ziemlich langer Titel ist, sondern auch ein extremer Kassenflop war, haben sie wirklich ins Klo gegriffen und eben diesem DC-Universum nicht gerade einen guten Dienst erwiesen, wenn es darum geht, ein Computerspiel zu erstellen. Und es war natürlich ein Live-Service-Game, das ist ja ganz klar, was an sich natürlich schon mal bedeutet, dass das Potenzial zu scheitern sehr hoch ist. Und jetzt hat sich halt die Firma Warner Brothers gedacht, wir bauen jetzt nochmal was, um die Spieler so richtig schön einzufangen, um sie mitzunehmen. Und dafür haben sie ein Free-to-Play-Spiel erstellt, das sich Multiversus nennt und eben als Thema das Multiversum behandelt, weil alle Charaktere aus allen Universen, die eben von Warner Brothers irgendwo vertreten werden, kann man oder soll man dann da spielen können? Kommen wir ja da gleich noch zu. Und das ist natürlich an sich eine coole Idee. Es ist halt so ein Fighter-Game und da haut man sich eben gegenseitig auf die Mütze. Und da kommen wir auch schon zum ersten Problem. Das Spiel ist tatsächlich schon lange eigentlich draußen. Von Juli 22 bis Juni 23 gab es so eine offene Beta-Version, die halt alle spielen konnten. Was ja eigentlich mal eine coole Sache ist. Da konnte man das austesten und ist dann offline gegangen und jetzt wiedergekehrt. Und was ist aufgefallen? Ups, Teile der Features, die in der Beta drin waren, sind einfach verschwunden. Was das erste Mal ganz objektiv schlimmer macht, ist, dass es fast 100.000 Reviews auf Steam gab, die sehr gut ausgefallen sind, eben weil die Features da noch vorhanden waren. Hier kann man einmal eine Liste sehen von all den Dingen, die auf einmal nicht mehr vorhanden sind. Da sind essentielle Key-Feature, wie zum Beispiel Koop gegen die KI ist nicht mehr möglich. Man kann auch nicht mehr offline spielen, ja, ihr merkt schon. Und wir haben auf einmal keinen Free-for-All-Mode mehr, also sowas wie bei Smash Brothers, sag ich mal. Es gibt halt keine billigeren Charaktere mehr, wozu wir gleich noch kommen und so weiter und so fort. Also essentielle Feature, die wirklich ja selbstverständlich sind, wenn sie in der Beta angeteased worden sind oder drin waren, die auch da sein sollten, sind einfach entfernt worden. Das Bild wird natürlich dadurch bezeichnet, dass eben wieder natürlich ein Battle Pass dabei ist, was ja an sich erstmal wieder nicht schlimm ist, ne, bevor jetzt wieder jemand sagt, ich würde das immer verteufeln. Doch, ich verteufle es immer, sind wir ehrlich. Aber ist okay, wenn man sagt, man hat das Geld, kann man es ja machen. Gerade beim Free-to-Play-Spiel vollkommen in Ordnung, gibt meinen Daumen hoch, kein Problem. Aber soweit man eben festgestellt hat, kann man eben in 52 Tagen, solange wie der Battle Pass hält, noch nicht mal auf das letzte Level kommen. Das heißt, ihr kommt nicht mal irgendwie zu den letzten guten Skins oder den letzten Boni, den man bekommen kann, weil man halt einfach so massiv grinden muss. Und nochmal, an sich könnte das passieren, wenn es erstmal eine kleine Firma wäre, die nicht so viel Ahnung hat und wenn die nicht ein Jahr eine Beta gemacht hatten, die halt alle Features ausprobiert haben sollte und dann auch eine gute Balance geschaffen haben sollte. Laut Aussage des Entwicklers liegt es daran, dass das ganze Spiel in die Unreal Engine 5 umgesetzt werden würde und man alles halt, sowohl die Features als auch die Screens, alle nochmal umsetzen müsste in diese Grafik eben. Was man davon halten kann, da komme ich ja gleich nochmal zu. Insgesamt wäre das auf jeden Fall dann die einzige Erklärung dafür, dass Features halt fehlen. Aber könnt ihr das riechen? Irgendwo scheint mir da ein Fehler zu sein. Irgendwas stinkt hier. Erstmal noch was zu den Reviews, bevor wir richtig ins Thema einsteigen. Die Reviews an sich sind halt problematisch deswegen, weil sie natürlich ein Spiel suggerieren, das so in der Form gerade nicht mehr existiert. Und trotzdem sind 100.000 positive Reviews nur auf Steam natürlich, aber eben vorhanden. Wodurch natürlich viele Spieler suggeriert bekommen, das ist ein super Spiel. Es gibt zwar jetzt auch negative Reviews, aber wer sich damit nicht beschäftigt, wird sich das Spiel eben deswegen holen. Es ist ja Free-to-Play, von daher kann man ja an sich erstmal nichts verlieren. Die läuft aber Gefahr, eben sich solche Sachen zu kaufen, die im Spiel vorhanden sind, obwohl eben viele Feature wieder entfernt worden sind, die vor einem Jahr noch da waren. Und nein, ich denke nicht, dass das Warner Brothers schuld ist. Auch wenn eine kleine Stimme in mir sagt, dass die Gaming-Industrie von nichts zurückschreckt, glaube ich nicht, dass das irgendwie ein geheimer Trick ist oder sowas. Das wäre ja schon betrügerisch. Ich denke einfach, es handelt sich hier um ein Plattformproblem, das man aber auch schwer lösen kann, weil ja, man sollte halt in meinen Augen nicht Betas und Early Access irgendwie bewerten können. Und diese Bewertung steht dann auch, wenn das Produkt dann irgendwann mal fertig ist, wie hier jetzt nach einem Jahr, dann noch immer da, weil das Spiel kann sich ja innerhalb dieser Zeit deutlich
geändert haben. Aber man kann sich halt auch nicht ganz löschen, weil wahrscheinlich viele sich nicht nochmal da geneigt fühlen, ein neues Review zu schreiben. Von daher ist das Problem an sich schon mal nicht so unkompliziert. Doch gehen wir mal lieber auf das Problem an sich ein. Denn das Problem ist ja hier, dass irgendwie eine Beta gestartet ist, die Versprechungen gemacht hat, die Spieler auch wahrscheinlich Freude gemacht hat und ihnen versprochen hat, dass sie später dieses Spiel halt dann nochmal spielen können, sich Charakter cool freischalten können und nicht auf einmal das Doppelte oder Dreifache für jeden einzelnen Charakter an Investment geben müssen. Teilweise gehen die Rechnungen von 35 bis 70 Stunden hoch pro Charakter. Und wenn ihr dann eben rechnet, dass es hier einige Charaktere gibt, dann ist das natürlich eine unverschämte Zahl von Grind. Das Ganze wird natürlich mit den üblichen psychologischen Tricks nochmal garniert. Das heißt, am Anfang habt ihr natürlich ein bisschen Currency geschenkt bekommen, sodass ihr euch schon mal relativ schnell die ersten Charaktere freischalten könnt, sodass ihr dann wirklich hooked seid und dann sagt, ey, das ging auch eigentlich relativ flott und damit dann nicht damit rechnet, nochmal so viele Stunden hineinzustecken, sodass ihr geneigt dazu seid, die Charaktere dann doch lieber mit echt Geld zu kaufen. Da wird wohl momentan jeder Charakter ungefähr 10 Euro kosten, soweit meine Informationen liegen, was eben auf dann über 250 Euro so rumkommen würde. Außerdem sind wohl einige von diesen Challenges auch gar nicht machbar, wenn man die Charaktere dann nicht dafür hat. Und dann hat man einfach Pech gehabt und kann diese Punkte nicht mehr generieren. Was eben wieder ein psychologischer Druck ist, um eben Geld auszugeben, damit man dieses Problem umgehen kann. Und an sich sind diese Taktiken ja schon bekannt, aber ich finde, es geht halt ein Level weiter. Ich meine, diese Beta wurde ja gemacht. Und diese Beta hat ja ganz klar ein faireres Environment geschaffen, also eine faire Umgebung, wo man wirklich sich die Sachen freispielen konnte. Wenn man jetzt nicht mal mehr Erfahrungspunkte nach den Kämpfen bekommt und teilweise halt spielt, ohne irgendetwas freischalten zu können, weil man immer natürlich so gatekeept ist, dass man halt alle Woche nur ein paar Erfahrungspunkte, ein paar von diesen Currys in die Einheiten kriegt und diesen Grind halt konstant fortsetzen muss, also die ganze Zeit in diesem Spiel bleiben muss, wenn man irgendwelche Fortschritte hat oder eben Geld bezahlt, ist halt sehr schlimm. Und eben in besonderem Maße schlimm, weil es sich eben so anfühlt, als wenn die Beta dafür da gewesen wäre, um zu testen, wie die Monetarisierung funktioniert. Denn die haben ja offensichtlich angezogen, weil sie zum Resultat gekommen sind. Ja, das bringt uns nicht genug Geld, das ist nicht genug Druck, wir brauchen da andere Wege, um die Spieler zu motivieren, Geld auszugeben. Und das ist halt eine ganz schäbige Methode von Warner Brothers und macht das an sich unglaublich problematisch, weil es wieder eine von diesen Methoden ist, wie wir es schon bei vielen Spielen mittlerweile sehen, das Spiel länger herauszuziehen und das künstlich, nicht wegen guten Engagement, guten Gameplay und tollen Features, sondern eben durch so einen Grind. Das kennen wir zum Beispiel Assassin's Creed, Valhalla oder Odyssey, wo man ja teilweise Level kaufen konnte, damit man den Grind überstehen kann, was natürlich ein absolutes Armutszeugnis für die jetzige Gaming-Industrie ist, wenn man so vorgeht, um seine Spieler an sich zu binden. Eben in der Hoffnung, dass diese Spieler und gerade die Spieler, die halt leicht beeinflussbar sind, da nochmal extra Geld reinstecken, um eben wieder ihren Fortschritt zu beschleunigen. Das ist beim Free-to-Play ja noch okay, aber eben mit dieser ganzen Sache mit der Beta halt absolut nicht vertretbar. Und was jetzt das schlimmste Problem wieder dabei ist, ist wieder der Klassiker. Und das wiederhole ich mich natürlich auch mal wieder. Aber was hat die Firma davon? Was ist denn der Vorteil für die Firma? Die Leute merken das ja. Natürlich gibt es welche, die das verteidigen und anders sehen. Aber die Leute merken doch, hey, Moment mal, ich kann das ja gar nicht spielen. Ich fühle mich hier irgendwie so ein bisschen bedrängt. Ich fühle mich irgendwo genötigt, ich fühle mich auch gelangweilt schon dadurch, weil ich keinerlei Fortschritt mehr durch irgendwelche Matches habe. Ich habe irgendwie ein krasses Match gehabt, krass gewonnen und dann kriege ich nichts dafür. Oder ich muss mir jetzt einen Joker kaufen, damit ich diese Mission machen kann. Es ist halt einfach so, dass die Leute natürlich dann stark abfallen. Das sieht man auch schon ganz klar an den Steam-Daten. Natürlich hatten wir wieder einen krassen Anstieg, weil das Spiel neu in Anführungszeichen rausgekommen ist. Super bewertet war schon. Und trotzdem ist dieser Anstieg wieder drastisch gesunken, eben weil wahrscheinlich viele Leute auch merken, dass es ganz anders ist. Und dass eben diese Feature auch noch fehlen. Und es soll auch noch massive Bugs geben, die tatsächlich auch noch dazu führen, dass man stunlocked ist, sodass man halt das Spiel auch gar nicht spielen kann, was natürlich auch noch zu zusätzlichem Unmut führt. Ich persönlich kann das Argument des Entwicklers auch nicht ganz nachvollziehen, dass die Unreal Engine eben einiges ja verworfen hat. Natürlich kann es sein, dass Feature dann rausgehen, aber noch nicht Preise von irgendwelchen Charakteren und Punkte, die ich generieren muss, um diese Charaktere eben freizuschalten. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das wirkt, wenn überhaupt, dann so, dass Warner Brothers den Entwickler auch genötigt hat, das Spiel jetzt schnell rauszubringen, um eben noch ein bisschen diesen Hype abzugreifen, möglichst nochmal Geld rauszuhauen und halt wirklich Einnahmen zu generieren. Aber nochmal, Grafik hat doch eigentlich nichts mit Preisen in einem Shop zu tun oder mit Ingame-Währung in einem Shop zu tun. Ja, und wie ich eben schon gesagt habe, dieser Trend ist halt ungeheuerlich. Wir haben mittlerweile so viele Spiele und das sind ja nicht nur Free-to-Play-Spiele, die einfach diesen Grind als grundsätzliche Game-Mechanik mit einbauen, einfach nur, um nochmal die Spieler mehr zum Geld ausgeben zu motivieren. Und ich finde diesen Trend so traurig und nochmal, es bringt auch den Firmen nichts, dass sie nicht kapieren, dass sie langfristig damit nicht durchkommen. Wobei, das sage ich jetzt wieder, ich glaube, wir sind uns einig, dass viele Leute trotzdem wieder viele Charaktere kaufen werden. Wenn wir mal den Markt anschauen, dann sehen wir, dass die Mobile-Games immer mit das meiste Geld
Geld machen. Und das sind natürlich die Dinge, die halt dann auch wirken. Was heißt so ein Grind, so ein Gatekeeping, einfach diesen psychologischen Druck einwirken zu lassen, ist halt noch immer extrem lukrativ und bringt den Firmen natürlich das große Geld. Aber dieser Trend sollte in meinen Augen ganz klar sterben, denn die Qualität der Spiele nimmt immer weiter ab und durch sowas werden die Spiele auch immer langweiliger und immer demotivierender, sodass man nicht mehr ein gutes Unterhaltungsmedium hat, sondern einfach ein Beschäftigungsmedium. Und der Unterschied ist halt, das eine macht Spaß und das andere ist nur da, um Zeit totzuschlagen, nichts zu lernen, nichts an Freude zu erfahren, sondern ganz klar abzustumpfen. Aber dafür müsste man eigentlich nochmal ein eigenes Video machen. Es ging ja erst um Multiversus. Was habt ihr denn? Was ist eure Meinung? Seht ihr das gar nicht so schlimm an, weil es ein Free-to-Play-Spiel ist? Oder seid ihr selber, habt das gespielt und seid selber ein bisschen erstaunt, wie sich das geändert hat, könnt ihr mal einen Kommentar da lassen, gerne ein Like, Abo und wenn ihr mich unterstützen wollt, Mitgliedschaft oder mal bei Twitch vorbeischauen, das würde mich sehr freuen.